Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Svasta, komm in dir an. Mein Name ist Petra Baron, ich bin schulmedizinisch ausgebildete Ärztin und habe aber relativ früh gemerkt, dass zu ganzheitlicher Gesundheit mehr gehört, als einfach nur zu reparieren und dass wir eben alle Menschen sind mit einem Körper, aber auch mit Gefühlen und einer Seele und dass wir auch genau als solche gesehen und gewertschätzt werden möchten und vielleicht sogar müssen, um eben in uns selbst wirklich zu Hause und heil zu sein. Genau das bedeutet Svasta nämlich. Mit diesem Podcast möchte ich Impulse setzen und dir Anregungen geben, dein Leben informiert und selbstbestimmt in deine eigenen Hände zu nehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in der Reihe Svasta. Wir sind beim nächsten Gesundheitsbasics, immer noch Gesundheitsbasics, aber das ist eins der ganz, ganz großen, der ganz wichtigen. Deshalb habe ich euch heute auch mit hier rausgenommen. Es geht nämlich um das Thema Entspannung. Und das ist das, was mir am allermeisten hilft, zu entspannen, ist rausgehen in die Natur, das Grüne. Man hört die Bienen summen jetzt im Sommer, Spätsommer. Ich bin heute auch schon durch einen ganzen Haufen Spinnweben gelaufen, Altweibersommer. Aber es ist herrlich, nochmal in der Sonne zu sitzen und die Erde, das Gras unter sich zu spüren und die Bäume. Das ist meine Art der Entspannung. Weißt du noch, wie du entspannst? Findest du die Wege, die für dich genau richtig sind, um zu entspannen? Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben das tatsächlich verlernt. Es ist auch nicht unbedingt hoch angesehen in unserer Gesellschaft zu entspannen, wobei es Gott sei Dank wieder kommt. Allerdings, das möchte ich hier gleich mal ein bisschen anmerken, auch Entspannung darf nicht zum Druck werden. Und das passiert leider heute relativ häufig, dass man schon wieder gezielt etwas tut, anstatt einfach mal nichts zu tun. Das genau ist nämlich Entspannung. Um über Entspannung zu sprechen, müssen wir, glaube ich, aber erstmal über das Thema Stress, also das Gegenteil von Entspannung, sprechen. Ich glaube, das kennt jeder, das ist in aller Munde. Stress hat auch jeder in unserer Gesellschaft oder die allermeisten. Falls es dich nicht betrifft, dann schätz dich sehr glücklich. Meld dich gerne bei mir, weil dann hast du wahrscheinlich alle Wege für dich gefunden, um in die Entspannung zu kommen und da zu bleiben. Dann mache ich super gerne ein Interview mit dir, weil das wird viele interessieren. Der Alltag zeigt mir leider, dass die meisten Menschen, die auch zu mir kommen, tatsächlich gar nicht mehr so richtig wissen, wie sie in die Entspannung kommen sollen und sich es auch selten erlauben, weil, wie gesagt, Entspannung ist unproduktiv. So erscheint es zumindest. Aber auch das ist ein Mythos, mit dem ich gerne aufräumen möchte. Denn wenn du entspannt bist, wenn du aus deiner Mitte, aus deiner Ruhe raus agierst, dann bist du wesentlich effektiver. Ich kenne das von mir selber auch. Also ich bin dem überhaupt gar nicht, bin da gar nicht raus. Ja? Also ich bin da auch noch am Üben. Mich stresst auch vieles. Ja? Also wenn morgens der Wecker klingelt, bin ich oft tatsächlich schon gestresst. Aber ich habe schon Methoden entwickelt, um da gleich wieder die Ruhe reinzubringen. Eine ganz, ganz einfache Methode ist erstmal wieder in die Atmung zu kommen und auch raus aus dem Kopf, der dir nämlich schon wieder erzählen möchte, wenn der Wecker morgens klingelt, das steht an und das musst du heute noch tun und damit bist du schon wieder gar nicht im Hier und Jetzt. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Jetzt sprechen wir aber erst nochmal, was ist denn eigentlich Stress? Stress kommt eigentlich ursprünglich aus der Materialkunde. Also das Wort bedeutet vom Englischen her einfach Druck oder Anspannung. Und genau das ist das, was wir dann körperlich meistens auch empfinden. Also wir spüren das tatsächlich ganz oft im Körper, wenn wir gestresst sind. Was passiert denn da aber? Und ist Stress jetzt per se erstmal was Schlechtes? Nein, ursprünglich ist Stress eigentlich etwas, was tatsächlich Leben rettet. Wenn du
unter Stress stehst, wenn wir mal aus unserer Gesellschaft rausgehen und wieder mal zurückgehen, wie die Menschen früher gelebt haben, und tatsächlich gibt es auch heute noch so Situationen, da ist der Stress tatsächlich notwendig. Es gibt Situationen, berühmte Säbelzahntiger oder der Höhlenbär, wenn der vor dir steht, dann solltest du tunlichst nicht erstmal nachdenken und abwägen, sondern dann muss unser System sofort und effektiv in Gang kommen. Heute wären solche Situationen zum Beispiel, wenn ein Auto auf dich zukommt oder es gibt viele Situationen, wenn plötzlich das Haus brennt und du musst agieren, wenn deinen Lieben irgendwas geschieht. Da erlebt man das auch ganz oft, dass plötzlich Menschen zu Höchstleistungen in der Lage sind, zu der sie normalerweise gar nicht fähig wären. Also die berühmten Stories, wenn eine Mutter es schafft, ein Auto anzuheben, unter dem ihr Kind liegt. Das würde sie in einem normalen Zustand gar nicht schaffen. Was passiert also im Körper, wenn wir Stress haben im ursprünglichen Sinne? Es ist ein Alles-oder-Nichts-Prinzip, das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Also wenn dein System eine Situation als Stress erkennt, als einen Auslöser für diesen Stress, dann geht eine Kaskade los, die ist auch da nicht mehr zu stoppen. Hier geht es vor allen Dingen ums sympathische Nervensystem, also um den Sympathikus, der dann wieder die Nebennierenrinde aktiviert, die Nebenniere aktiviert. Und es kommt zur Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin, also von Stresshormonen. Und was machen die mit uns? Ihr kennt es sicher, es kommt zu Herzklopfen, die Pupillen werden weit, manchmal kriegt man auch Schweißausbrüche, Dinge, die wir nicht brauchen, Verdauung etc., das wird alles runterreguliert und die Durchblutung geht voll in die Ausführungsorgane, nämlich vor allen Dingen in die Muskulatur. Weil, was ist in uns so einem Fall normalerweise, wenn der Säbelzahntiger vor dir steht, die vernünftige Reaktion aus dem Tierreich, zu dem wir ja auch gehören? Es ist Fight or Flight. Also du brauchst entweder sofort die Kapazität, kämpfen zu können und nicht etwa Verdauung oder solche Scherze, oder laufen zu können, nämlich abzuhauen. Auch da hilft Nachdenken und in Ruhe nachdenken nicht viel. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, warum wir in einer Stresssituation, also in einem Streit, auch nicht gut diskutieren können. Also wenn du merkst, dass du zum Beispiel in deiner Beziehung in einen Streit gerätst und du merkst, du bekommst jetzt Stress, dann ist es eine gute Idee, einfach zu sagen, stopp, wir ziehen uns jetzt zurück, nehmen uns eine Auszeit und werden erstmal wieder ruhiger. Weil in dieser Stress-Response ist tatsächlich auch die Großhirnrinde nicht durchblutet. Genau das, wo man nachdenken kann. Also wenn du das eben nicht mehr aktiv hast oder auch in der Prüfungssituation. Es wird nicht besser, wenn du dich mehr reinsteigerst. Davon wird die Situation niemals gerettet werden in einer dieser modernen Situationen oder in einer Diskussion mit einem deiner Lieben. Immer in dem Fall erstmal dafür sorgen, dass du wieder runterkommst. Also gerade wenn Prüfung ein Problem ist, es nützt überhaupt nichts, dann jetzt muss ich aber noch schneller und noch härter. Nein, es ist viel wichtiger, erst wieder runterzukommen in deine Mitte, und genauso ist es eben auch in diesen Gesprächen. Während diese typische Kaskade, diese Reaktion natürlich total Sinn macht, wenn ich eine wirklich akute Stresssituation vor mir habe, haben wir heute ein ganz anderes Problem. Ein Säbelzahntiger, ein auf mich zurasendes Auto oder Wildschwein, das erkenne ich noch als Stresssituation und die ist akut. Die ist aber, wenn du es überlebst, dann auch wieder vorbei. Also wenn wir jetzt an unseren Höhlenmenschen denken, der hat gekämpft oder ist geflohen. Also im besten Falle hat er gejagt und hat gekämpft und kommt sogar noch mit einem guten Stück Fleisch mit Nahrung nach Hause. Dann kann der erstmal wieder entspannen. Dann ist die akute Gefahrensituation ist dann vorbei. Das heißt, dann geht eine Gegenreaktion los. Der Parasympathikus kommt wieder ins Spiel. Es wird Cortisol erstmal ausgeschüttet, um das Ganze wieder runter zu regulieren. Und wir haben wieder Zeit für Verdauung, der Speichel kann wieder fließen, Pupillen werden wieder normal, unsere Großhirnrinde wird wieder gut durchblutet und wir können einfach auch körperlich wieder ganz in die Ruhe kommen. Das ist heute leider oft nicht mehr der Fall. Das fängt schon damit an, dass wir ganz viele Stressoren, also Dinge, die auf uns als Stress wirken, die unser System als Druck und Stress erkennt, auf das es reagieren möchte,
das erkennen wir bewusst aber gar nicht mehr als Stress. Das heißt, wir merken noch nicht mal, dass unser System in dieser Alarmbereitschaft die ganze Zeit ist. Das kann zum Beispiel unser Chef sein oder ein Vorgesetzter, der diese Kaskade in uns auslöst. Das kann auch sein, dass das wie das, was ich gerade geschildert habe, wenn der Wecker morgens klingelt, fängt es schon an, was muss ich heute alles tun? Ja, also wie gesagt, ich bin da auch nicht außen vor. Ich lasse mich noch von meinen streitenden Kindern stressen. Ich lasse mich von Terminen stressen oder wenn mein Auto nicht funktioniert, wie es soll. Wichtig ist, dass man das aber erkennt und dass du erkennst, was gerade abläuft, weil sonst gibt es kein Ende dieser Situation. Oder in den seltensten Fällen hast du ein ganz klares Ende. Also dein Chef geht ja nicht weg. Ja? Oder mein Tagesrhythmus mit allem, was gemacht werden muss. Man merkt ja gar nicht, wann das wirklich beendet ist. Also es ist eben nicht wie bei der Fight-and-Flight-Response, dass es dann zu einem Ende kommt und wir bewusst in die Entspannung gehen können. Sondern meistens findet die dritte mögliche Situation statt. Wir können ja schlecht mit unserem Chef einen Ringkampf ableisten oder einfach davonlaufen aus einem anstrengenden Meeting. Also gehen wir unbewusst meistens in die Freeze-Situation. Das kennt ihr auch aus dem Tierreich. Das sind die Tiere, die sich totstellen, wenn sie angegriffen werden. Letztendlich tun wir das auch. Allerdings eben nicht mehr körperlich, sondern bei uns passiert ganz, ganz viel davon auf der geistigen Ebene. Nur laufen körperlich natürlich diese Stressreaktionen ab. Unser Körper versucht dann zwar natürlich dagegen zu steuern und schüttet eben auch Cortisol aus, aber es kommt nicht mehr zur kompletten Entspannung. Also wir können nicht mehr ganz runterfahren. Dazu kommt eben auch noch ein Problem, dass wenn ich weggelaufen bin oder gekämpft habe, dann habe ich körperlich ganz viel von diesen Stresshormonen auch schon wieder abgebaut. Auch die Möglichkeit nehmen wir uns meistens. Da sind wir dann wieder bei dem letzten Gesundheitsbasic, warum der eben gerade in unserer Gesellschaft auch noch so wichtig ist. Die Bewegung fehlt eben ganz oft. Wir können über die Bewegung auch ganz, ganz viel hier wieder loslassen und wieder abbauen. Tatsächlich ist es auch so, dass wir Dinge durchaus auch im Körper speichern. Also dass wenn du an bestimmte Stressfaktoren in deinem Leben denkst und mal in deinen Körper spürst, dass du tatsächlich vielleicht merkst, wo genau spüre ich das? Wo wird's eng, wenn ich an meinen Chef denke oder an, was weiß ich, vielleicht war es der Lehrer von früher oder gewisse Situationen? Spür dann einfach mal rein, wo sitzt es? Und auch das können wir über körperliche Bewegung tatsächlich auch wieder viel besser loslassen, als wenn wir eben nichts tun und uns dessen überhaupt gar nicht bewusst sind und einfach weiter und weiter und weiter machen. Wenn wir das nämlich tun, einfach weitermachen, ohne gegenzusteuern, ohne bewusst wahrzunehmen, dass wir überhaupt gestresst sind, dann kommt es tatsächlich auch zu dem, was wir heute oft als Burnout identifizieren. Also die Nebenniere versucht gegenzusteuern, indem Cortisol produziert wird, aber irgendwann läuft auch das leer. Und dann kommt dieser Komplettzusammenbruch. Das haben wir ja heute tatsächlich immer häufiger. Der äußert sich dann in depressiven Verstimmungen, einer totalen Erschöpfung. Also man kann letztendlich gar nichts mehr leisten. Deshalb ist auch dieses Hamsterrad tatsächlich so paradox und wirklich auch bescheuert. Also wir haben auch Daten dazu, dass es wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht, einfach immer weiter zu pushen, weil noch ein bisschen mehr und dann habe ich es vielleicht geschafft. Und wenn ich jetzt aber aufhöre, dann schaffe ich mein Tagespensum nicht, also muss ich noch mal eins mehr. Wir gehen so oft über unsere eigenen Grenzen. Das ist echt super schade. Ja, ich gucke mal gerade noch mal nach. Doch, das Mikro ist an. Ich habe gerade gedacht, ich habe das Mikro vergessen anzumachen. Also von dem her, werd dir erstmal bewusst, bist du angespannt? Sind die Schultern hart? Geh einfach mal ganz ruhig in die Atmung und spür mal in deinen Körper rein. Da habe ich dir auch eine Meditation aufgesprochen, die du dir auf meiner Webseite auch runterladen kannst. Dein Körper sagt dir, was er braucht. Da kannst du auch das nutzen, um einfach mal reinzuspüren, was ist denn gerade los in meinem Körper? Weil ganz oft sagt uns unser Kopf, ist doch alles normal, die anderen schaffen das doch auch. 3 Kinder, 2 Jobs und noch Elternbeirat und was weiß ich was alles. Ja? Nur weil es normal ist, ist es noch lange nicht gesund. Und ob die anderen vielleicht auch leiden, das weißt du gar nicht. Vielleicht haben die aber auch ganz andere Ausgangssituationen und sind in einer ganz anderen Position, diesen Stress zu handeln. Ja.
Also hier einfach ganz wichtig, erstmal zu identifizieren, habe ich Stress? Und wenn ja, wie komme ich aus dieser Spirale auch wieder raus? Und nochmal, genau wenn du etwas erreichen willst, ist es wichtig, in die Entspannung zu kommen, weil da findet die Kreativität statt. Nur aus deiner Mitte, aus deiner Entspannung heraus kannst du wieder leisten. Es ist also kein Luxus, sondern es ist wirklich das Ziel, dass du in deiner Entspannung bist. So, und jetzt geht's hier um Entspannung. Ich habe ja schon gesagt, ich habe dich hier mit rausgenommen. Ich finde die Natur einfach fantastisch, um zu entspannen. Aber natürlich kannst du deine eigenen Wege finden. Das ist für jeden anders. Den meisten hilft es, überhaupt erstmal vor der Entspannung in die Bewegung zu kommen. Weil, wie gerade schon gesagt, wir können zum Beispiel solche Stresshormone auch weglaufen, wegschwimmen, wegtanzen. Komm in die Freude. Das greift Hand in Hand mit dem, was wir in den letzten beiden Videos erzählt haben. Die Sonja Höfgen hat ja im letzten Interview auch ganz, ganz viel davon erzählt, was es mit ihr macht und wie viel Freude es bringt und wie man einfach da wieder in die Ruhe kommt. Was ich immer ganz, ganz wichtig finde, um überhaupt erstmal zu spüren, ist, dass du dir Zeit nimmst, immer mal wieder auch nichts zu tun. Du musst jetzt nicht eine riesen Meditationspraxis beginnen. Ja, das kannst du machen. Also es ist eine tolle, tolle Sache. Aber wenn das dann noch ein Baustein auf der To-Do-Liste ist, also noch ein, was viel zu viel ist, dann lass es lieber und fang mit ganz kleinen Schritten an. Nimm dir einfach mehrmals am Tag 5 Minuten nur für dich. Die hast du immer. Die hast du ja auch, wenn du auf die Toilette gehst, wenn du morgens Zähne putzt. Wahrscheinlich verschwendest du inzwischen wesentlich mehr als ein paar Mal 5 Minuten, indem du auf Facebook checkst, indem du deine Nachrichten checkst, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Setz deine Prioritäten. Es geht hier um dich. Und du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Gerade wenn du für andere da sein möchtest, genau dann ist es am allerbesten, wenn du immer wieder aus deiner eigenen Fülle auch schöpfen kannst. Wenn du leerläufst, hat kein Mensch was davon. Also nimm dir die Zeit. Trink einfach eine Tasse Tee, setz dich einfach hin und guck die Blätter an, die in der Sonne spielen. Das genieße ich. Ich werde mich jetzt auch dann nachher gleich hier hinlegen. Das tue ich auch oft. Ich habe dir eine Kurzentspannung für solche Zwecke eingesprochen. Die kriegst du auch auf meiner Seite. Wenn du dich für den Newsletter anmeldest, aber ich muss mal gucken, ich glaube, die machen wir auch nochmal extra zum direkten Download, dass du weißt, was du da kriegst. Also hol dir einfach die 5 Minuten, wenn du es selber nicht schaffst. Was dir auch helfen kann, ist, stell dir den Timer. Also manchmal ist man so erschöpft und so an seiner Grenze, dass wenn du jetzt sagst, ich setze mich jetzt mal 5 Minuten hin und bin mal nur für mich, dass dir die Augen zufallen und du Angst hast, dass du einschläfst. Und dann kannst du auch wieder nicht entspannen. Für solche Fälle kannst du ja auch im Büro machen, dass du dir einfach immer mal wieder die 5 Minuten nimmst. Das ist ganz wichtig. Sei da einfach auch Vorbild, weil die anderen werden merken, dass du nicht faul bist, sondern dass du danach besser gelaunt, bessere Arbeit machst. Stell dir einen Timer, wenn du unsicher bist. Dann weißt du, selbst wenn du einschläfst, wirst du wieder geweckt. Also es passiert nichts, du verpasst nichts. 5 Minuten sind immer drin, immer. Und das ist der erste wichtige Schritt. Wenn du das gemeistert hast, dass du dir wirklich mehrfach am Tag dir Zeit nimmst für dich und einfach deinen Gedanken mal laufen zu lassen, ohne, ganz wichtig, ohne gleich wieder was zu planen oder gleich in die nächsten Ideen zu kommen. Leg dir im Zweifel einen Zettel hin, wo du was notierst, dem du vielleicht später dann nachgehen willst, wenn dir was kommt. Aber lass es dann auch wieder los. Ja, komm einfach für dich an. Wenn du merkst, dass das ganz, ganz schwierig ist, selbst mit einer geführten Entspannung, dann geh raus. Das Beste, um runterzufahren, ist für die allermeisten Menschen einfach einen Spaziergang machen. Und zwar alleine. Ohne Handy, ohne Ablenkung, lauf einfach los. Das ist gerade, wenn du gestresst bist, oft sehr, sehr schwierig, weil man das Gefühl hat, man verschwendet Zeit und man müsste diese Zeit jetzt eigentlich anders benutzen. Versuch es zu schaffen, da einfach drüber rauszukommen. Als ich begonnen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, war das der einzige Weg, wie ich es geschafft habe, zu entstressen. Damals waren die Kinder sehr, sehr klein. Ich habe in der Klinik gearbeitet. Ich war dauermüde. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit, weil wenn ich aus der Klinik kam, hatte ich das Gefühl, ich
muss doch jetzt Zeit mit meinen Kindern verbringen, wollte das natürlich ja auch, aber eigentlich war ich gar nicht in der Lage, das zu geben. Und ich habe damals festgestellt, dass das Einzige, was mir hilft, da wieder in eine Position zu kommen, geben zu wollen und Freude zu haben an anderen Menschen, war dieses Runterkommen. Und ich brauchte Minimum 20 Minuten, um überhaupt in ein anderes Mindset reinzukommen. Heute schaffe ich das viel, viel schneller. Heute reichen mir 5 Minuten, 10 Minuten. Ich habe einfach gelernt und mein System hat begriffen, Entspannung. Ganz wichtig, ich weiß, wie es geht, machen wir jetzt. Es ist also einfach Übungssache. Wenn du am Anfang Schwierigkeiten hast, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, bleib dran. Entspannung ist die Essenz deines Lebens, weil aus der Entspannung kommt die Freude. Du kannst es auch umdrehen. Du kannst auch versuchen, Dinge zu finden, die dir Freude machen und daraus dann in die Entspannung zu kommen. Spiel damit, aber versuche immer wieder, täglich, mehrmals und wenn es nur kurze Momente sind, körperlich und geistig in eine Entspannung zu kommen. Das aller einfachste, wenn du merkst, du spannst an und es wird eng, der Atem wird flach, das ist das Erste, was passiert, dann atme lange aus. Ruhiges, langsames Atmen, vor allen Dingen ruhiges, langsames, langes Ausatmen und Stress geht nicht zusammen. Auch Angst, die da ja oft mit reinspielt, Angst, was nicht zu schaffen, Angst, nicht genug zu sein, das sind alles Dinge, die du über den Atem loslassen kannst. Zähl mit, zähl 5 oder noch besser 10 langsame und vollständige Atemzüge. Mach die immer mal wieder. In dem Sinne wünsche ich dir, dass du es schaffst, erst zu spüren, dass du gestresst bist, ob du gestresst bist und was dich stresst. Und dann deine eigenen Tools zu finden mit den Anregungen hier und auch woanders, um wieder in die Entspannung zu kommen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich werde mich jetzt, bevor ich gleich weiter an den Schreibtisch gehe, hier nochmal 5 Minuten ins Gras legen. Tschüss! Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.drpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.